Was hier los? Hier noch was? Silage oder so? Das pfeffern wir da noch rein und dann kann man beobachten, wie hier Silage produziert, wie hier das Butter produziert. Sollte eigentlich reichen. Es ist jetzt alles drin dafür. Es ist Mineralfutter drin, Stroh drin, Silage drin und Heu drin. Die Produktion, dazu noch Heu für die Kühe selbst. Ne? Jetzt sollte sich da normalerweise auch eine Produktion einstellen. Hier noch drin, 5000 ist da noch drin. Da ist natürlich noch wesentlich mehr drin. Ist ja auch viel langsamer, das Teil. Ob ich das da hingebaut habe, weiß kein Mensch. Aber, naja. Kam mir halt wie eine gute Idee vor. Kühe. Was ist drin? Das ist drin. Mischration ist jetzt natürlich nicht drin. Kann sein, dass das auch auf Null stehen bleibt. Nicht? Weil der eine Roboter das natürlich vollkommen automatisch befüllt. Ne? Ja, okay. Warten wir mal ab, was da passiert. Es müsste eigentlich die Gesundheit der Kühe all nach oben gehen. Kapazität, Effektivität. Okay, dann sind wir da im grünen Bereich, in Küchen. LKW kann erstmal wieder nach vorne. Beziehungsweise ich könnte natürlich noch schauen, ob ich da irgendwie noch ein weiteres Mineral heranschaffen kann. Die Möglichkeit ist, mal eben, was hier passiert, wenn ich jetzt hier ranfahre. Am Rad ist leer, siehst du? Ist mehr drin. Kaufen wir nochmal nach. Füllen nochmal nach. Bin ich viel, viel schneller. Auch nochmal nachfüllen. Mal dabei sind. Aber man merkt, wenn man das anhat mit dem mit der Füllung, also quasi ab einem bestimmten Gewicht mehr macht hier, hat man hier tatsächlich einen LKW, der wesentlich schwerer zieht, obwohl er nicht voll ist. Oh, so jetzt aber.
Bin gespannt, wann das Ding voll ist. Ah, jetzt zum Beispiel. Oh, Mineralfutter geht auch nicht mehr. Aber das Gute ist, Multifrucht-Silo kann auch Mineralfutter aufnehmen. Oh, den da könnte ich bei Gelegenheit wieder voll machen. Alles ist gut. Was war denn der? Wo stand denn der? Wo stand? Ach, hier stand der, genau. Sollte man mal so, wenn es das gibt, so kleine Symbole hier dran machen, damit ich weiß, was wohin muss. Irgendwann checke ich das ab. Irgendwann habe ich das auch dann drin, was wohin muss. So. Okay. Den haben wir schon mal. Läuft wieder. Jetzt. Oh. Praktisch. So, also das erste Ziel, was ich erreichen wollte, nämlich dass der Kuhstall produzieren wird oder produzieren kann, das ist erreicht. Wird natürlich jetzt ein bisschen dauern. Die ersten Futterrationen da hergestellt sind von dem kleinen Roboter da. Und der verteilt ja dann brav drin. Ja, mit dem Restbetrag, der über ist, noch eine Mähdrescher kaufen, fällt glaube ich aus. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen sparen hier. Oder aber, bitte natürlich. Drescher in der Größe. Am liebsten hätte ich natürlich dann noch so einen. Auf das Mal, auf das bis 17.000 fast der. Fast 14.000. 16.000. 18.000. Aber bei dem steht dummerweise alles auf dem Hänger. Mag ich nicht. Also müsste ich theoretisch kostet 410. Nö. Nö. Das geht auch so. Das geht auch so. Ja. Eben noch mal hier hin natürlich, dann weiter nach hier.
Kurve nicht gekriegt hier. Aber das große Feld, da muss ich auch noch fertig machen. Eieiei. Mal ehrlich, warum ist das nicht schon in Arbeit? Warum ist das große Feld nicht schon in Arbeit? Es wäre doch eigentlich total easy. Ah, komm. Die Traktion sollte ausreichen für den Gruppen. Muss ich jetzt nicht den fetten Trecker? Muss das gekalkt werden? Frage nächste. Lass mal kurz anschauen. Kalk, ja, natürlich. So ein Kalk, ja, auch. Okay, dann benötigt das erstmal Kalk. War natürlich jetzt sehr. Okay. Sehr sinnvoll. Fällt mir gerade auf, ich habe noch gar keinen Kalk hier. Aber ich bin ja am Hafen, ne? Lass uns mal ganz kurz gucken, ob es hier eine Kalkstation gibt. Uiuiui. Gar nicht, da nicht. Hier durch. Hiermit. Hier was? Düngerstreuer anschalten? Nee, das nicht. Aber erstmal aufklappen das. Nee, aufklappen auch nicht. Abdeckung öffnen. So. Nee, da gibt's nichts. Okay. Wäre auch zu schön geworden. Aber ich glaube, den hier kaufen kann. Na gut, Mineralbutter. Achso, beiden Sachen kann ich hier kaufen. Okay. Hätte mal sein können, dass ich auch Kalk kaufen kann da. Aber nicht dramatisch. Letzten Endes. Ich mach mal gucken, wo es auf der Map Kalk gibt. So. Das ist alles sehr voll. Baumarkt, Edeka. Bahnhof. Kalk nicht ursprünglich so eine ganz spezielle. Warte mal. Häuserskleidung.
Einkauf. Einmal da hinten, okay. Und einmal. Quatsch. Blinkt? Ah, da blinkt. War nicht so weit weg, eigentlich. Man sich ja nachher mal so ein bisschen Kalk holen. Mache ich eben. Also, ich lasse ja sowieso einen Helfer fahren. Zum einen. Zum anderen, wenn ich dann aber irgendwo was nachstreuen muss und dann nichts drin habe, ist das natürlich blöd. Weil der Helfer, der wird wahrscheinlich. Nein, das doch nicht. Der Helfer, der wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, so dahin zu fahren, wo ich dann gerade hinfahren möchte. Wenn er es dann noch schon ausgelassen hat. Da kann ich mir mal den einen oder anderen LKW Kalk holen. Das ist gut. Guck, ist sogar tausendmal dran vorbeigefahren schon. Ah, Kalk ist super. Den nehme ich. Abdeckung schließen jetzt mal. Oh. Geschlossene Abdeckung fahren, auch eine schöne Sache. Oh. Stehen da. Oh. Mülltonne überfahren. Verdammt. Die hatte ich nicht gesehen. Ich dachte, da wäre nur die Hauswand, dann hätte sie mich gepasst. So, und los geht's. Das braucht natürlich alles seine Zeit, ne, logisch. Aber die trotzdem, das mal so parallel wenigstens mal laufen zu lassen, ist, glaube ich, eine bessere Idee, als jetzt mal erst eins fertig zu machen und dann das nächste anzufassen. Hier bin ich schon mal mit zwei, drei Fahrzeugen in den Graben gekippt. Gestern. Jetzt nicht beim Spielen, sondern beim Vorbereiten der Welt. Ne? Also hier mit dem Gewerbegebiet und dem der Farm am Hafen hier. Hat ein bisschen gedauert, das vorzubereiten. So, da sind wir.
Wo fange ich denn jetzt hier an bei dem Feld? Das ist ja, riesengroß, ne? Ich glaube, die untere Ebene ist einigermaßen glatt. Fangen wir einfach unten an. Und mach das mal so. Mal gucken, ob der so weiterfährt, der Helfer, oder ob der irgendwie in eine andere Richtung lenkt. Ne, das ist gut. Das sieht gut aus. Darf der jetzt hier fleißig kalken? Und mich um andere Sachen kümmern, wie hier aufladen und natürlich den Mähdrescher mal wieder leer machen. Gleich steht, ja, versuche ich mal mit dem hier ranzufahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, ist recht gering, weiß, aber versuche es mal. Wieder die Brille vergessen. Man muss das Ding auch mal voll sein. Ich bin mal echt gespannt, wie viel da so drin ist gleich, wenn ich auf den Trecker wechsle. Nur da fast auf 400.000, ne? Irgendwas ist verkauft worden. Gibt ja nicht viel, gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Ja, wahrscheinlich hier Erdbeeren und sowas verkauft wurden. Oder? Ne, wir hatten Stundenwechsel. Es könnte sein, dass die Windkraftanlagen einen Teil geleistet haben. Also die, die mein Besitz sind. Alle. Streifen stehen lässt, lieber so anfahren. Weiter und ich springe mal runter auf den. Ja, was? Ja, wird wahrscheinlich der Versuch zu sein, einen Berg anzuschieben, aber ich versuche das mal. Oh, der fährt. Großen Bogen fahren, dann fährt er vielleicht sogar eine Kurve. Darf den jetzt noch nicht verkanten, den Wagen. Dann funktioniert das nicht mehr. Okay. Ah, der. Geradeaus geht's noch. Kurve ist Mission Impossible. Kurve nur noch mit Schwung, zumindest auf dem Feld. Himmel, ey. So, dann haben wir den auch schon mal wieder ein bisschen näher rangebracht. Das ist gut. Einmal Maschine aus. Irgendwo müsste doch hier, da steht er. Da steht er mit laufendem Motor.
Also wie schon gesagt, ich sammle nicht alles ein, was hier auf dem Feld ist. Nur ein Teil. Es sei denn, von euch möchte jemand helfen, dann vielleicht. Wenn man Bock hat, hier 800.000 Lines Stroh abzuziehen vom Feld, gerne. Aber ich werde mich wahrscheinlich so auf, wie ich sagte, 400.000-500.000 werde ich mich wahrscheinlich beschränken, die ich ins Lager schütte und dann muss ich sein. So eine Karre bringt irgendwie 56.000, glaube ich. Ja. Bin gespannt, wie gut er gleich gekalkt hat. Gehe schwer davon aus, dass ich gleich noch einmal außen rumfahren muss, genauso wie hier mit dem Mähdrescher, der hat ja da hinten auch ordentlich verstehen. Werde ich wahrscheinlich auch nachher noch mal außen rumfahren müssen, die Reste abholen, aber okay. Diese Unregelmäßigkeit, das Feld selbst zu ernten, komplett, ist unnötig, glaube ich. Bahnlinie, die damit ins Wasser geht? Irgendwie schon. Und das ist das kleine Feld, ne? Jetzt immer nur wieder betonen. Das größte Feld auf dieser Map. Feld 78. Und das sieht so aus. Auf dem. Kaum größeres gibt es nicht. Ganze Map gibt es kein größeres. Ich will übrigens mal gleich Werbung machen, wenn ich schon die Welt spiele. Links einmal schauen, wer diese Welt hat. Okay. Ich finde, die Aufmerksamkeit hat er auch verdient, wenn er sich hier schon so reinhängt, Welt fertig zu machen. Diese Geduld aufbringt. Nein, da will ich nicht hin. Der Bogen war ein bisschen zu groß. Ist in den Brunnen hier reingefahren. Ja, so ein Überladewagen für Überladewagen für Stroh gibt's nicht, ne?
war schon mal überlegen, ob man so einen Dolly irgendwie dranhängen kann und dann so irgendwie mehrere davon hintereinander, dass man irgendwie mehr Kapazität hinter sich herzieht. Kannst du aber auch wieder vergessen. Weil die halt keinen Kraftantrieb haben, ne? Gelbe Antriebswelle fehlt da halt. Kraftanschlüsse oder mehr. Wenn die es noch nicht gesehen haben, gelbe Ding da unten. Dafür sorgt, dass der Trecker, Mechanik, in den Anhängern und in den Erntegeräten antreiben kann. Ach, das Feld wird immer weißer. Aber hat's doch noch gar nicht geschneit. Also, das, was ich aushabe, das Seasonal, was ich aushabe, hat natürlich nichts damit zu tun, ob es schneit oder nicht, ja, oder ob die Bäume Laub verlieren oder nicht. Das sieht man natürlich trotzdem. Nur es ist halt egal, wann du was siehst und wann du was erntest. Um hier so ein bisschen voranzukommen, ein bisschen freier im Handeln zu sein. Bin aber überlegen, ob ich auf das große Feld Baumwolle packen soll. Im Nachhinein nur überlegen, wie lange dann das Ernten dauern wird. War nicht das hier, ich meine das da drüben, ne? Also das andere. Boah. Ein bisschen brauchen, ne? Ja, was? LKW, da kann man noch mal einen nachfüllen eben. Und da geht's weiter. Bin echt mal gespannt, ob die komplette Ernte in dieses Teil reinpasst oder ob der vorher Übergewicht kriegt. Ich werde dieses Teil definitiv nicht mehr nach vorne fahren. Habe ich echt mit Ach und Krach über die Brücke gekriegt und durch die ersten Kurven habe ich keine Lust zu. Das muss mit LKW abgeholt werden.
Wird wieder das Teilchen andersrum. So, sehr fleißig nochmal Stroh. Ach ja. Bisschen gut platzieren hier. So. Jetzt halt so im Stuhl liege, dann bin ich irgendwann müde. Oh, fettes Feld, ja. Ich glaube, so was Ähnliches hatte ich mir mal in Hollandsche Welt gebaut. Ich glaube, das ist noch ein bisschen größer. Und ja, das andere, was da gerade gekalkt wird, das gesagt, ob ich hier die Hälfte liegen lasse, das ist mir vollkommen egal. Ich eh nicht gedenke, das ganze Stroh hier abzufahren. Aber so ein bisschen was, wenn ich schon mal so viel habe, will ich natürlich auch ins Lager bekommen. Sieh an. Ja, fast übrigens 50.000. Ich hatte vorhin irgendwas von 56.000 im Kopf. Ich glaube, das war der grüne Anhänger der gleichen Marke für Krone war das genau. Der grüne Krone, mit der normal nur für den Transport ist. Mal reinsetzen. Ein bisschen die Landschaft aus dem Cockpit genießen. Kleine Lage am Hafen. Ah, jetzt. War noch nicht weit genug drüber. Mal so schlecht aus. Hier werde ich wahrscheinlich noch mal außen rumfahren müssen später, aber naja. Na guck mal, die kriegen wir auch allmählich weg. Die Mineralfutter Paletten, die ich hier geholt habe. Übrigens auch eine, das ist eine Idee, wie man halt die Sachen hier wegtransportieren kann. Die Paletten auf den LKW laden, wobei das halt lange dauert. Die einfachere Lösung habe ich ja gerade gefunden am Hof.
in der ich einfach dieses, nee, Silo ist es ja nicht, es ist ein Container. Also Silo-Container, indem ich den einfach quasi nachkaufe oder auffülle. Warte nur, bis die Palette leer ist, dann stupse ich die nächste an und dann hüpft man wieder rüber. Irgendwann mal den LKW wegkriege. Eine noch anstupsen und ja. Auch schon wieder fast voll. Hilft immer. Ich bin in den hinteren Teil vom Feld schon mal ein bisschen leeren hier. Machen muss ich das sowieso. Oder will ich das sowieso? Wenn ich das, was hier stehen bleibt, weil das insgesamt, was außen stehen bleibt hier, bei dem ganzen Feld mit Sicherheit locker einen Meter schon fällt. Das war einfach zu schade. Nicht wegen der Stroh, sondern wegen dem Winkel. Kommen wir der Sache langsam näher. Wie kann schon wieder dran? Das ist ja. Also, so. Ja, aussteigen wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ist ja schon mal was. Einfach mal rausspringen. Mit. Das bisschen nehme ich auch noch mit, wenn ich schon mal da bin. Ist nicht voll. Ehrlich. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich das noch hätte mitnehmen können. Bevor ich rüberfahre. Dann habe ich die eine Hälfte vom Feld schon mal komplett fertig. Ja.
Eigentlich müsste der quasi schon im Erdboden versinken, der Wagen hier. So viel wie da drin ist. Walter, der hat doch da vorne eine Anzeige, ne? Was ist denn da drauf? 171.300. Der ist fast voll. Der fasst, glaube ich, 178.000. Dann ist Ende Gelände. Amt. Auf dem zweiten? Nein, ich muss den leer machen. Oh Mann. Das haben wir weg. Nächste Reihe. Jetzt wieder vorne an. Statt hinten. Dann ausweichen. Dann würde ich sagen, schnappen wir doch mal unseren obwohl doch 81% sind noch mehr, wie ich dachte. So. Noch an drüber, aber das ganze Feld schafft er nicht mehr. Da muss ich wohl zwischendurch mal ein bisschen was abholen jetzt. Mal gucken, wohin ich das jetzt abhole, ne? Das, Hilfe. Bäume hier. So ist das ein bisschen angenehmer. Na, wo ich ansetze, spielt ja keine Rolle. Ich mache das mal hier. Mit Tempomat geht alles leichter.
sind die beiden angeknabberten Reihen, wo ich jetzt gerade dran bin. Okay. Egal. So, es rollt. Ja. Wie gesagt, ich muss einmal kurz. Achso, das kann ich ja eigentlich jetzt machen. Problem. Fährt ja gut geradeaus gerade. Kann ich einmal schnell hier in die Produktion gucken. Bei der Getreidemühle, Hafergerste, Weizensorgen. Jetzt, hier sind. Wofür zum Geier brauche ich denn Dinkel? Das ist eine Bäckerei für irgendwas? Nö. Käse, Butter, Stoffreste, Hartgut. So, dass das einfach nur Zeug ist für. Theoretisch hier, wie heißt das, für die Müsli-Fabrik, die ich ja nicht gedenke zu bauen. Das heißt, dieses Feld. Ja, was ich runterhole, kann ich entweder komplett verkaufen oder erstmal einlagern, eins von beiden. Ich glaube, teils ist eine ganz gute Idee. So, dann spotzen wir mal nach vorne. Ja. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so gut aus. Was sagen denn die Kühe? Ich meine, die können nicht sprechen, aber. Zufriedenheit geht da noch nicht nach oben. Weil? Warum? Weil sie kein Futter haben oder wie? Normalerweise müsste das doch produzieren. Heißt, es müsste eigentlich hier am Rand was liegen. Gut ist aber nicht. Mal so gut. Warum tut es das nicht? Muss hier erst eine bestimmte Menge rein, bevor was rauskommt? Oder sehe ich das verkehrt? Auch so. Menge Silage da einfüllen muss, bevor der anfängt zu arbeiten oder so. An Ein- und Ausschalten kannst du den ja nicht. Ja, wüsste ich nicht wie.
So, das heißt, die Produktion ist durch. Dafür, ja, dann kann ich die auch ausschalten. So, die Silageproduktion hier läuft noch. Da ist aber auch nicht so viel drin. Aber 1200 Liter sind besser als nichts. So kann ich die auch noch mitnehmen. Der macht fleißig weiter und ich. Na gut, es ist ja noch nicht allzu viel Zeit vergangen, seitdem dieser Stall jetzt Futter. Geht das aber auch nur zusätzlich? Weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf, aber wir versuchen das mal. Wir ziehen uns einfach mal ein bisschen Heu heraus. 11.000, ja, ich. Kloppe ich mal mit in den Stall. So. Auf jeden Fall ist schon mal Heu drin. Die Mischration wird ja eigentlich hier automatisch hergestellt. Dementsprechend sollte das eigentlich laufen. Ja nichts zum Anklicken oder so. Glaube ich zumindest nicht. Das ist hier zum Kaufen. Keine Embleme, Symbol oder irgendwas in der Richtung. Nö. Okay. Da ist eine ganze Menge drin. Schön gerade durch. Die lassen wir jetzt mal hier ein bisschen cruisen. Ich lasse euch noch mal hier so ein bisschen
mit dem Mähdrescher alleine und bin in ein paar Minuten wieder bei euch. Bis gleich.